Herzlich willkommen, ich begrüße euch wieder in Kerzowen zu Of Life and Land, unserer schönen kleinen Siedlung hier, wo wir jetzt ein paar Früchte in der Sammlerhütte kriegen. Das ist schon mal sehr gut, denn dann erhöhen sich auch unsere Tagesrationen wieder ein bisschen, dann können wir wieder ein bisschen was essen. Wir sind nach wie vor bei einem Tag nur, die unsere Rationen reichen, obwohl wir hier schon den Ofen haben, also, boah. Trotz des Ofens sind wir da noch ein bisschen hart dran und wir kriegen einfach kein Fleisch gegrillt, weil anscheinend niemand auf die Idee kommt, hier ein bisschen Fleisch zu grillen. Finde ich echt merkwürdig. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein, da einfach mal, wir haben das Fleisch ja vor der Tür. Sobald da ein bisschen Feuerholz reinkommt, pam, 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 dürfte das eigentlich rucki zucki hier hochgehen. Dann, ich weiß nicht, wie schnell das geht und wie viel wir da kriegen, aber ich denke, wir kommen da locker auf 2 Tagesrationen dann. Mit dem, was da dann bei rauskommt. An sich haben wir auch eine ganze Menge Brote, 74 Brote. Also, wenn wir allein die 74 Brote durch unsere 10 Leute teilen, mit 7 Broten am Tag wäre ich schon locker satt. Also, so viel bräuchte ich nicht. So, keiner ist am Fischen. Wo ist dieser Luca? Was macht der Typ? Soll er Sammelhütte, der soll an einer Anglerhütte arbeiten, ja. Okay, da kommt er. Wird ja auch Zeit, er geht doch schon bald wieder ins Bett, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Hat jetzt hier, ah, okay. Okay, jetzt. Oh, krass. Okay, das ging jetzt aber schnell. Wow. Okay, doch, das geht verdammt schnell. Krass. Okay, hat er kurz geangelt und zack. Komplett voll. Wahnsinn. Was sagt die Temperatur? Es ist soweit gut. Es ist schön grün. Wir sehen den kleinen Fleck hier unten, wo das Feuer ist. Das ist natürlich schön warm. Das Wasser sieht nach wie vor auch noch gut aus vom Level. Insbesondere hier kriegen wir natürlich sehr gute Bewässerung hin. Das heißt, hier wäre für die Felder schon gut. Hier oben wäre es eigentlich gar nicht so schlau, Felder hinzupacken, fällt mir auf. Also eigentlich ist die Güllegrube da nicht wirklich doll. Aber man kann von hier auch hier unten Felder dann einrichten. Kriegen wir vielleicht auch noch hin. Mal schauen, vielleicht brauchen wir auch gar nicht so viele Felder. Es kommt darauf an, wie viel wir mit Broten sonst aus dem wilden Getreide und so weiter hinkriegen. So, und Luftverschmutzung haben wir hier vorne ein bisschen, hat sich hier angesammelt. Hier hinten geht es tatsächlich. Wobei ein bisschen was würde uns da sogar gut tun noch. Würde uns noch ein bisschen was gut tun. Boah, Steine. Also Steine kloppen dauert echt lange, muss ich sagen. Ah, okay. Der Brunnen ist bald fertig. Petra muss da nur mal bitte an der Baustelle arbeiten. Und zwar primär an der Baustelle. Den Rest in der Sammelhütte, das können auch andere Leute machen. Und wie sieht es hier aus? Hier brauchen wir auch gar nicht so viel. 10 Bretter, die haben wir mittlerweile. 30 Holzstämme sollten wir auch mittlerweile haben. Ja, 25 haben wir noch. Aber hier sind ja auch noch welche. Oi, hier ist ja alles voll. Okay. Die Wally. Die hat souverän gearbeitet, würde ich sagen. Ist ja Wahnsinn. Also, da ist ja gute Alkrüppel ein bisschen langsamer, ne? Der geht jetzt auch gleich wieder pennen. Ja, der pennt schon. Super. Der pennt schon. So, wann wird denn hier mal Fleisch gegrillt? Das verstehe ich nicht. Wenn es hier kein Personal anrückt, um da einfach mal was zu futtern zu machen. Immerhin, 1,3 Tage reicht jetzt unser Essen, weil hier die Erika fleißig backt, die malt Getreide, holt das ab, bringt es hier rüber, backt direkt Brot. Das ist doch ein einträgliches Geschäft. So. Und der Ziehbrunnen ist fertig. Sehr geil. So, da, wen hatten wir hier für die Baustelle? Ah, die Walli. Die Walli, genau. Die Walli war die beim Forstplatz uns ist. Die kann jetzt hier auch gerne noch den Job hier nehmen. Die ist nämlich noch gar nicht ausgelastet. Die hat erst 99% Auslastung. Ja, sehr schön. Die trinkt im Fluss? Ach, wie krass ist das denn?
So. Ach, die holen sie auch einfach aus dem Fluss das Trinkwasser. Ah, das ist natürlich mega smart. Ach, das ist natürlich mega cool. Das ist ja richtig cool. Keine Verbesserungen verfügbar, aber gut, brauchen wir auch nicht. Okay, oh, das ist ja richtig cool. Die Frage ist wirklich, wie das hier mit dem Wasser dann ist. Ob wir hier das wirklich abpumpen wollen. Man kann aber bestimmt, ja, man kann ja die Arbeit einstellen. Man kann hier, wir behalten das mal im Auge, ob hier der Grundwasserspiegel absinkt, wenn wir den Brunnen zu viel benutzen. Ansonsten müssen wir Ganze pausieren und stoppen. Immer einen Blick auf die Natur haben. Das finde ich schon echt cool bei dem Spiel, muss ich sagen. Also, das gefällt mir echt sehr. So, und wir grillen jetzt auch mal ein bisschen Fleisch. Schon mal 6 Fleisch sind gegrillt. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis hier ist, weil hier sind anscheinend nur noch 24. 16, 14, 12. Merkwürdig. Okay, es sind jetzt 30 Fleisch rausgekommen. Also wahrscheinlich hatte schon mal irgendjemand direkt was gegessen. Aber krass, reicht trotzdem nur für 1,4 Tage. Also, übrigens, der Tagesbedarf habe ich auch noch nicht so sehr erzählt. Es richtet sich nach Kilokalorien bzw. nach Megajoule. Kann man ja umrechnen. Energie ist ja eigentlich in Joule, aber der Mensch ist mittlerweile an Kilokalorien so gewöhnt, an die Umwandlung, also vom Namen her an Kilokalorien, dass damit dann öfter gerechnet wird als mit Joule. Joule wären eigentlich geschickter. Egal, 2400 Kilokalorien pro Person, das ist ja so grob der Schnitt. Männer eigentlich so in dem Dreh, Frauen eigentlich ein bisschen weniger, aber so im Schnitt sind wir bei 2,4 ganz gut. Und jedes Essen gibt halt ja eine unterschiedliche Menge. Zum Beispiel halt die Pilze, 20 Kilokalorien. Ach, die bringen auch Wasser. Achso, dann müssen die Leute weniger trinken. Auch geil. Also Brot 300 Kilokalorien, ne? Und das Fleisch tatsächlich nur 230. Das Brot hat mehr Kilokalorien. Die Früchte haben auch 55, sind mehr als die Pilze. Geil. Und die Rinde, Wurzeln haben auch. Okay. Also wir sehen, Brot ist schon das Effektivste, wenn es darum geht, hier richtig schön sich durchzufüttern. Aber es ist ja auch nochmal so eine Sache, man will ja auch nicht immer dasselbe essen, sondern ein bisschen abwechslungsreich. So. Was sagen unsere Errungenschaften? Ja, Population sind wir leider noch nicht so weit. Dach über dem Kopf, immerhin. 5-stündige Reise haben wir geschafft. Yay. Nein, noch nicht hier in der Mission. Gut, es heißt warten. Und abwarten, was als nächstes gebaut wird, vor allem auch. Es wird anscheinend hier der Stall zunächst gebaut. Ich möchte aber lieber die Hütte zunächst bauen. Das fände ich eigentlich schöner, die Hütte erstmal zu bauen. So, wie sieht das hier aus? Also, wer war unsere Arbeitsmeisterin? Backofen, Handdrehmühle? Nee, wer? Steinmetz? Wer war denn hier für die Baustellen zuständig? Soll Vincent das machen, der sonst an der Sägehütte da eigentlich? Ach, Sandy und Petra, die sind beide an der Sammelhütte nur aktiv, ne? Komm, Petra, mach das weiterhin. Macht die Petra das. Ansonsten sind die ja in der Sammelhütte ganz gut dabei. Sind ja einige Leute, die sich hier drum kümmern. Es ist schon wieder 18 Uhr. Mensch, der Tag ist ja schnell rumgegangen. Ist ja Wahnsinn. Der Tag geht richtig schnell jetzt rum plötzlich. Ich dachte, es geht langsamer. Ah, da wird schon wieder Fleisch geholt. Oh, da kann gleich wieder Fleisch gegrillt werden. Also die Kapazität, die Aktivität, die Effizienz wäre natürlich besser. Weniger Abfall, das ist natürlich schon ziemlich gut. Da sollten wir uns ein paar Tonwaren vielleicht holen. Dazu brauchen wir aber noch den Töpfer. Den können wir schon bauen. Benötigt Holz und Wasser. Okay, es gibt halt kein Lehm, was man hier schürfen kann. Halt kein Ton. Das wäre natürlich, obwohl, doch, gewinnt Lehm direkt aus dem Boden. Okay, gut. Das heißt, wird einfach nur nichts extra da reingepackt. Könnte man uns auf jeden Fall hier irgendwo hinsetzen. Wow, das ist ein Riesenkasten. Ein Riesenkasten. Könnte ich dann hier vorne hinsetzen, sobald hier die Steine ein bisschen
hauen sind, könnte man den hier irgendwo hinsetzen. Da könnte man eigentlich sowieso schon direkt hinknallen. Ist nochmal ordentlich Gras und Getreide und so weiter. Also theoretisch hier hinten rein, ne? So. 16 Mal Gewässer, 17 Mal Gewässer. Ach so, ah. Wenn der direkt am Wasser ist. Oh, direkt am Wasser kommen natürlich auch dann nochmal richtig viel bei rum. Das ist natürlich sehr geil. Ach, okay. Okay, hier dann Wasser und ein Ziehbrunnen direkt dran. Oh, passt doch hier eigentlich wunderbar hin. Würde da eigentlich perfekt hinpassen. Mit Wasser. Die Frage ist natürlich wirklich, wie sehr wir uns das Ding dann kaputt machen, ne? Aber ich würde mal sagen, an sich packen wir das dahin. Passt schon. Aber erstmal das Haus. Das Haus finde ich jetzt gerade wichtiger. Und jetzt müssen wir mal sehen. Wahrscheinlich sind gleich alle wieder am Schlafen. Sandy geht jetzt schlafen. Und die meisten anderen gehen jetzt wahrscheinlich auch gleich schlafen. Ja, wen haben wir hier noch? Erika liefert noch Ware. Okay, Erika geht's noch gut. Die arbeitet noch am Backofen und an der Mühle nach wie vor. Aber schon richtig viel Brot. Also die Erika, die ist noch frisch dabei. Wo liefert die Waren hin? Ah, hier hat sie irgendwas reingepackt. Kann das sein? Was tut sie da? Jetzt geht sie schlafen. Okay. Sie ist jetzt müde. Okay. Ja, die anderen sind sehr viel schläfriger. Okay, sind wieder alle im Bett. Kann das sein? Kann das sein, dass einfach wieder alle schlafen gegangen sind? Schläft. Kann man hier mit Escape. Ah, mit Escape macht man alles zu. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will nur ein Fenster zumachen. Schläft. Und Dennis schläft. Und Petra schläft. Und Sunny schläft auch. Luca schläft auch. Alle schlafen so wieder. Und Stefan schläft und Erika ist gerade schlafen gegangen und Vincent ist auch gerade schlafen gegangen. Gut, es sind auch einige Leute jetzt schon auf Stufe 2 von der Motivation. 4 Leute noch nicht, 6 Leute sind's. Das ist doch schon mal ganz schön. So, jetzt können wir mal ein bisschen beschleunigen. Oh, da lief da wer rum. Lief da gerade wer rum? Ich dachte, da wäre gerade wer rumgelaufen. So. Feldhase klaut Lebensmittel. Es gibt's ja nicht. Hallo? Du dreister Hase. Hat er hier einfach Wasser geklaut? Ja gut, sonst gibt's hier ja nicht mehr viel. Oh, guckt euch das mal an, wie schön hier die Pflanzen wachsen. Bisschen Gemüse gibt's hier schon. Bisschen Obst ist da auch drauf gewachsen. Also ist doch schick. Die Felder, da wächst einfach random alles drauf. Schön. Also das wächst langsam. Warum wächst es langsam? Weil hier die Luft nicht ideal ist. Temperatur ist gerade so noch im grünen Bereich. Ansonsten, die meisten Sachen wachsen hier echt gut. Da haben wir schon einen guten Platz gewählt. Der Baum ist ausgewachsen, jo. Wie sieht es mit den Bäumen aus, die wir hier angepflanzt haben? Wächst normal. Es dauert halt ein bisschen. Die hier wachsen schnell. Hier sehen wir das Wachstumsstadium. Sieht schon echt gut aus. Wachsen teilweise echt fix, muss ich sagen. Haben wir nicht hier irgendwo einen Kaktus gehabt, den wir hier irgendwo geknallt haben? Hier, Kakteen. Wächst langsam. Hat ungünstigen Boden. Ja, es ist nicht der perfekte Boden. Nicht der perfekte Boden für so ein Ding. Ansonsten, er hat anscheinend schon Wasser drin. Also, es ist schon krass. Der Kaktus wächst auf jeden Fall. So. Läuft hier irgendwie jemand rum bald? Wow, mit 100-facher Geschwindigkeit. Ah, da sind sie wieder. Da sind wieder alle dabei. Es wird erstmal was gesnackt. Natürlich, nach dem Schlafen muss man sich erstmal was reinziehen. Und was futtern sie? Was wird da gefuttert? Wo geht was runter? Ich sehe gerade nichts verschwinden, nichts geringer werden. Nur, dass es jetzt plötzlich bei 1,5 Tagen ist. Ja, was esst ihr denn hier? Das aktualisiert irgendwie noch nicht ganz. Oder ich krieg's nur nicht mit. Kann natürlich alles sein.
rohes Fleisch, aber eine ganze Menge. Also wir müssen in jedem Fall dafür sorgen, dass wir noch viel, viel mehr. Oh, das Fleisch ist einfach mal weggesnackt worden. Okay. Wir haben einfach mal gerade 20 Fleisch weniger jetzt gekriegt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir viel, viel mehr lagern. Wir brauchen irgendwie so ein Lagerhaus irgendwann. Ja. Und ja, die Feldwege, die haben jetzt nicht die höchste Priorität. Das dauert jetzt ein bisschen, das ist okay. Hier muss jetzt gebaut werden. Da wollen wir jetzt was sehen. Die Jagdhütte, das kann echt noch dauern, bis die fertig ist. Schauen wir mal, was die Leute jetzt machen. Also, Luca geht angeln. Ja, gut, der kann ja wieder ein bisschen Fleisch holen. Erika liefert Ware. Die wird jetzt wahrscheinlich Ware holen. Ah, okay. Dennis fängt an, so ein bisschen Fleisch zu grillen. Das ist gut. Ja, wir brauchen auch ein bisschen Grillfleisch. Sehr schön. 36, 34, 32. Also es sieht schon so aus, als würde er einfach zwei Fleisch direkt in zwei Fleisch umwandeln. Okay. Passt doch. Vielleicht hat er letztes Mal einfach parallel direkt was gegessen. Und dadurch ist es dann natürlich nicht ganz die Menge geworden, die es hätte werden sollen. So, zack, Fleisch ist gegrillt. Wurde aber tatsächlich noch nicht aktualisiert hier oben. Es wird anscheinend nicht sofort aktualisiert. Das dauert anscheinend ein bisschen. Na gut. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Wäre schön, wenn es so wäre, aber ist anscheinend noch nicht so programmiert. Kommt dann schon noch. Ah, der Obstbaum wächst toll vor sich hin. Sehr gut. Da werden wir auch bald richtig schön viele Früchte haben. Die Sammlerhütte wird natürlich noch wichtig. Hier haben wir schon eine ganze Menge geliefert bekommen. Kriegen auch weitere Äste. Stein ist schon geliefert worden. Sehr schön. Luca erntet Getreide. Okay, ja, weil er in der Sammlerhütte arbeitet als zweites. Er hat natürlich einen sehr weiten Weg, muss ich sagen. Dessen sollten wir dann lieber darauf umstellen, dass er nicht in der Sammelhütte sonst arbeitet, sondern als zweites irgendeinen Job hat, der nicht ganz so weit weg ist. Sonst verbringt er am Tag mehr mit hin und her laufen als mit einem anderen. Aber er ist sehr gut ausgeruht. Also er ist grün, er kann jetzt erstmal ein bisschen rumballern. Ein bisschen was tun. Ein bisschen arbeiten am Tag. Petra liefert Ware. Sehr schön, ja. Wahrscheinlich hier zum Bauen. Der Stall, der kann natürlich dann nach und nach noch gebaut werden. Also, Vorbereitungen werden hier noch, müssen hier noch getan werden. Was sagt denn der Nähstand? Okay, wir haben genügend grobe Tücher. Sehr gut. Lagerkapazität ist ja schon erhöht. Stimmt, genau. Es gab ja ursprünglich nur Platz für drei Tücher. Und wir haben tatsächlich den Sommer. Jo, es ist der Sommer eingetreten. Und in einem Tag kommt die Iliane zurück. Oh, da sind wir auch mal gespannt, was die dann gleich sagt. Und ich bin auch gespannt, wie das hier mit dieser Jauchegrube dann wird. Das wird lustig. Rohes Holz. 6 Stück. 2 Bretter und 6 Äste. Ja, das läuft hier echt eigentlich ziemlich gut mit dem Sammeln von Bäumen. Oh, die sind aber echt ordentlich abgeholzt worden hier. Die sind jetzt echt ziemlich klein. Die müssen jetzt erstmal weiter wachsen. Die müssen jetzt erstmal wieder wachsen. Halleluja. Aber ein Pilz hat sich da gefunden. Schön. Nimm doch direkt mit dem Pilz. Nee, nimmt er nicht mit. Oder werden direkt wieder Holzbaumstämme weggeholt. Ja, Pilze gibt es denn dann nicht so viel. Wir wurden jetzt erstmal ein paar Äste geholt. Ja. Oh, jetzt haben wir tatsächlich Essen für 2 Tage. Oh, ja, sehr schön. Vorrat, Vorrat, Vorrat. Richtig schön Vorrat holen. Das ist wichtig. Das ist essentiell. Erstmal richtig schön Vorrat aufbauen. Theoretisch könnte man ja auch ein bisschen Brot genau hier lagern. Das funktioniert ja ganz gut.
wie funktioniert das hier? Das funktioniert noch nicht ganz so. Die meisten Leute sind halt wirklich am Arbeiten. Ja, werden noch ein paar Bretter gesägt. Und deswegen ist es natürlich noch ein bisschen schwierig. Ah, jetzt wird Ware geliefert wohl. Okay. Aber welche Ware? Hier kommt 30 Holz. Okay, krass, Alter, wie schwer kannst du denn schleppen? Wie viel wiegen die? 10.000 Gramm. Also 10 Kilo. Läuft jetzt einmal mit 300 Kilo durch die Gegend. Kann das sein? Oder die gute Wally? Heftig. Hier werden auch gleich Waren geliefert. Ich schätze mal, sie holt Gras. Ja, genau. Wir bräuchten ja auch eine ganze Menge. Oder sie holt Tücher. Wäre auch eine Möglichkeit. So, Sandy sammelt. Nee, die liefert auch Ware. Die liefern alle Ware. Was gehen denn alle für Ware holen? Luca liefert auch Ware. Nee, das sieht eigentlich so aus, als würde Luca irgendwie sammeln. Und Sandy ist auch am Sammeln, oder? Die liefern doch keine Ware, die sammeln. Ja, da gibt's auch nichts mehr. Luca war schneller. Luca war leider schneller. Was macht Sandy jetzt? Okay, also es ist noch ein bisschen buggy mit den Tätigkeiten, weil es anscheinend doppelt getriggert wurde und Luca hat das abgesammelt und Sandy jetzt auch. Aber sie hat halt effektiv nichts und sie trägt jetzt hier trotzdem irgendwas rum. Und bin ich mal gespannt, ob sich das gleich erhöht dadurch. Ja, dürfte sich ja eigentlich nicht erhöhen, weil Sandy ja nichts dabei hatte. Aber wenn es ein Bug wäre, nee, sieht aber auch tatsächlich so aus, als würde sich da nichts tun. Jetzt erntet Sandy Getreide. Mal sehen, wo sie jetzt hingeht. Wahrscheinlich hier vorne hin. Aber die können doch. Können die nicht auch da hinten? Ja, die beiden Felder sollten sie zumindest auch ernten können. Aber gut, gehen sie erstmal woanders hin. Oh, und hier wird weiter ordentlich Brot gebacken. 2,1 Tage haben wir jetzt schon genug. Yay! Und es fehlen immer noch Güter. Bretter kommen. Ja, 10 Bretter kommen. Sehr schön. Dann sind die da. Und dann fehlen noch die 100 Gras. Da kommen erstmal zwei Holzstämme. Okay. 228 Wasser haben wir. Sieht soweit immer noch gut aus hier. Es ist natürlich die Frage, wann es mal regnet, ob es dann durch den Regen sich irgendwie wieder auffüllt. Das sind alles Fragen, die wir klären müssen. Ich muss sagen, die gemütliche Musik ist so sehr entspannend und das Spiel ist auch sehr entspannt bislang. Mal sehen, wie lange unsere Leute hier gut auskommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.